Mahlzeit und herzlich willkommen zurück im Freiluftknast. Ja, die alten Zeiten sind wieder da. Jetzt wird wieder durchs Minental gestriffen und nach Pilzen gesucht. Für Snuff. Auch wenn es den wahrscheinlich erwischt hat. Aber vielleicht auch nicht. Lassen wir uns überraschen, ob er uns im Laufe des Spiels noch über den Weg laufen wird. So, zack, ab auf diesen Felsen. Zum Glück geht es so langsam die Sonne auf, da muss ich auch keine Fackel mehr zücken. Ich liebe es natürlich, des Nachts mit Fackel durchs Minental zu ziehen, absolut. Also atmosphärisch, das ist ein absolut feuchter Traum, der da wahr wird. Aber trotzdem ist es gerade fürs Video einfach, wenn es länger geht, als ein paar Minuten besser, wenn man alles erkennt. Ich finde das auf YouTube immer ein bisschen anstrengend mit anzusehen, wenn man quasi nur einen Typ mit der Fackel durch komplette Dunkelheit rennen sieht. Atmosphäre hin und her ist ganz schön, aber da muss der Typ sich schon verdammt anstrengen und was gehaltvolles labern, dass ich dann am Ball bleib. Ach, leckt mich. Ach, komm. Ich dachte gerade schon, ich habe den scheiß Zauberstab an, aber da ich ja sogar den Rapier am Gürtel meiner Robe trage, will ich ihn auch verwenden. Schaut mal, hier sieht man wenigstens richtig fetten Gürtel mit flammendem Feuersymbol auf der Schnalle. Hatte dieses Feuersymbol nicht Gomez auf seinen Stiefeln? Ich glaube schon. Jetzt komm Schragfloger. So, sogar über den Felsen drüber. Gewieft. Blutfliegen gehören zu den Gewieften. Na, 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 na. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich das nächste Level abkriege. Dann kann ich nämlich die nächste oder vielleicht sogar die nächsten beiden Runen lernen. Und dann kehre ich eh nochmal zurück nach Kurines, um mit Vatras zu reden und all das. Ne? Ich habe viele Gründe, dorthin zurückzukehren, und lasst euch überraschen. Demnächst, vielleicht sogar noch im Laufe dieser Folge, wird noch ein weiterer Grund dazukommen. So, jetzt ist die Zeit der Blauflieder angebrochen, da sowohl Mana als auch Leben einiger Auffüllung bedürfen. Ist diese Pflanze wie gemacht dafür, von mir genossen zu werden. So, ja, wenn ich jetzt schon mal ein verdammter Magier bin, mit einem Feuerpfeil, den ich mir selbst erarbeitet habe, dann will ich natürlich auch davon Gebrauch machen. Nicht jedoch ohne vorher hier im Pilzbeet ordentlich durchgeerntet zu haben. Das muss schon sein. So, dann ein Keiler. Soll ich erstmal die abknallen? Ja, komm. Ich höre da unten die Snapper direkt wieder rumknurren, ne? Glauben echt, die können im Verborgenen agieren, aber ich merke da so einen Shit sofort. So, zack. Ja, natürlich voll daneben, weil der Bastard erstmal rumlaufen musste. Bam, 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 bam. Okay, da hat das Mana gerade so nicht ausgereicht. Ist das geil? Dieser Sound, wenn man ein bisschen länger gegen die kämpft, dann machen die so einen richtig geilen Sound. Okay, ich sehe hier die zwei Dunkelpilze, aber ich weiß auch ganz genau, dass hier noch ein Butlerflash wächst. Das ist nur besser getarnt, weil es der Umgebung mehr ähnelt. Aber vor mir kann sich nicht verstecken. Orks scheinen... Wo? Ah, da! Oh! Ja, ganz, ganz ruhig, Alter. Scheiße, Mann. Wenn die so ein Dino-Innos durch die Wälder streifen sehen, dann brennen bei denen natürlich alle Sicherungen durch. Hutschutschu, Geräusche, Gok, direkt Waffe raus und abschlachten, ne? Darauf sind die programmiert. Gut. Halt. Halt, stopp. Hast du mal die Menge an Butlerfleisch gesehen? Hast du mal die Menge an mangelndem Leben gesehen? Naja, ich glaube, alles in allem ist es doch lohnenswerter, wenn ich mir den gönne. Und dann einmal hier meine leichten Wunden zurechtheil. Oh, ich freue mich schon, wenn ich leichte Wunden heilen als Rune haben werde, was schon bald der Fall sein wird. Weil dann bin ich mit Leichtigkeit in der Lage, mich einfach per Knopfdruck hochzuheilen. Und alles, was ich dann noch brauche, sind Mana-Tränke. So ein paar Heiltränke habe ich dann nur noch zur Sicherheit in der Hinterhand. Aber alles in allem. Aha, da sind sie. Oh, ja, und da sind auch die Snapper.
Also einzeln kriege ich ja Snapper mittlerweile locker hin. Ich versuche mal so, dass eben einer sich an mich ranschleicht. Ja, genau, der da. Problem ist, der muss erstmal diese scheiß Kante hoch. Ich hoffe, das schafft er. Ich darf halt nicht so weit rechts, um ihn außen rum zu locken, weil mich dann wieder die Orks sehen. Aber da ist er schon. Sehr gut. Problematik beseitigt. Trau dich. Abschaum. Ja. Ja, fein. Richtiger Bluthund. Ne, wobei Bluthunde gibt es ja in Gothic auch. Das ist ja extra Tierart. Und 120 Erfahrung für mich. Und wenn ich das jetzt mit der ganzen Snapper-Horde so mache, dann habe ich mir nichts, dir nichts. Das Level-Up einkassiert. Ja? Und jetzt, ich will mal ganz vorsichtig gucken, wo sind die Dran-Snapper? Ja, ja, ja. Okay. Ich will nur gucken, wie weit ich mich dort unten frei bewegen kann, ohne einem scheiß Dran-Snapper in die Arme zu laufen. Aber die Antwort ist relativ frei. Was ist mit dieser Brücke? Gab's die in Gothic 1 auch? Lass mich überlegen. Schreibt mal in die Kommentare. Mal überlegen, welche Stelle ist das hier genau? Ja, das ist diese Brücke, oder? Da beim. Da oben war Gorns Burg. Also ja. Ich glaube schon. Dass da. Ne, doch, da war eine Brücke in Gothic 1 hier. Hey. Ja, geht doch. Glauben echt, die können mich ignorieren. Zu tun, als wäre. Oh. Ja, jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem gesetzt, den Fall, dass ich mich nicht so gewieft anstelle, wie ich das natürlich. Ach du Scheiße, könnte. Wenn ich hier wirklich. Nee. Kann man knicken, Alter. Na gut. So ist das halt, ja. Manchmal. Ja, mein Fehler war. Hä? Ja, okay. Mein Fehler war, dass ich zu nah an der Meute war. Ich musste mich so weit von der Meute distanzieren, dass. Dass, ja, jetzt. Komm schon. Naja, halt. Ich weiß nicht, wie mache ich das? Manchmal. Wie habe ich das beim letzten Mal gemacht? Da war ich so, da war der andere vielleicht von der Meute so weit weg, dass. Ja, ach nee, wahrscheinlich war der gerade so nah an mir, dass er mich angegriffen hat. Und die anderen waren noch so nah an ihm dran, dass sie dem Angriff dann gefolgt sind. Ne? Das heißt, so mit dieser Rezeptur, die ich jetzt gerade anwende, müsste eigentlich funktionieren. Dass ich den so schön weit weg lock. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Zack, und dann ist das alles auch gar kein Problem. Oh, Alter. Glaub mir, in den Flüssen in Norwegen war das Wasser noch viel kristallklarer als hier. Keine grünen Algen rumgeschwommen und so weiter. Nee, nee. Aber es gab Flüsse, die wirklich türkis leuchteten, schon fast von der Färbung. Ja, hab ich ja schon erzählt, wegen Mineralien und so weiter. Aber nicht hier wie so eine Brühe, so wegen Algen, sondern wegen Mineralien. Ne? Ich will, dass ihr den Unterschied versteht. So zwei würde ich jetzt auch ein. Einer im einen Rutsch schaffen, da bin ich überzeugt von. Aber ich probiere erstmal trotzdem die Einzelnen rauszulocken. Wozu unnötig Lebenspunkte opfern, hä? Na, Alter, mach mal hinne. Ne, ich bin ja, ich find's eigentlich cool, dass die schleichen, dass jedes Tier seine Verhaltensweisen hat und dass man, wenn man die Verhaltensweisen kennt, sie heimtückisch überlisten kann. Da, da, da. So, und den letzten, den brauche ich jetzt gar nicht mehr anlocken. Klinge raus und direkt ins Gesicht. Ja. Wie viele Feuerpfeile wären eigentlich nötig, um so. Na, ist jetzt zu spät, um das auszuprobieren. Ich muss nur acht geben aufgrund der Orks da hinten. So einen einzelnen Ork werde ich auch gleich mal probieren, umzuklatschen. Ist ja schon wieder. Ich habe inzwischen schon mal ein paar bessere Rüstungen abgesahnt, seit ich zuletzt mich an einen Ork gewagt habe. Von daher, ne, Versuch wäre es wert, aber mit Stärke 26 kann ich natürlich im Nahkampf keine Wunder erwarten. Da bin ich überhaupt schon gesegnet damit, dass der Rapier
trotz seiner geringen Anforderungen so saftig austeilt. Ja? Boah, das ist auch schon wieder einfach wunderschön. Hier langsam gehend durch. Und auch geil, wie die knallrote Robe richtig rausleuchtet in dieser grauen Umgebung. So. Oh, hä, dass die mich noch nicht gesehen haben, grenzt an einem Wunder. So, ich will... Also, die werden beide gleich angreifen, das weiß ich auch, aber... Ich hab doch meinen Trick hier. Kennt ihr den noch aus dem levedischen Let's Play? Huchuchu. Ich warte. Ja, komm mal, jetzt. Der hintere steckt die Waffe weg und der vordere hat sie noch gezogen und joggt mir hinterher. Alter, wo bin ich hin? So, das ist jetzt ein gewagter Spielstand, ja. Ja, klar. Direkt, blocken, verballert. Ja, wie gesagt, keine Wunder zu erwarten mit Stärke 25. Ja, ja. Oder von mir aus auch 26, weiß gar nicht mehr. Ja, Alter, nee. Leck mich. Es ist mir einfach zu blöd. Würde ich mich anstrengen und so, könnte ich schaffen, aber man kann ja einen Ork auf einem schweren Ast am Anfang besiegen, aber nee, Mann. Dann 10.000 Mal rumprobieren und Huchuchu, bla bla bla. Nee, Alter, ciao, mach's gut. Ich wünsche dir alles Gute, zumindest vorerst, bis wir uns wiedersehen. Wir zwei sprechen uns noch. Stattdessen kehre ich jetzt nochmal an diese Gestade hier zurück, um die Lurker dort zu eliminieren. Die visuellen Effekte in Gothic 2 hat ja auch Kai Rosenkranz gemacht. Das heißt, dieser Heilungszauber hier geht auf sein Konto. Lurker. Bam, 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 bam. Ja, machen wir fix, das reicht schon. Hauptsache er kommt angeflitzt und Hauptsache sein Kollege ist eliminiert. Beides wurde dank des Feuerpfeils erreicht und ein Level-Up nehme ich auch noch gleich mit. Läuft er wie am Schnürchen hier. Wenn man meinen Tod inmitten der Snapper-Horde mal aus der Rechnung rausnimmt. Okay, jetzt werde ich auch mal Jergans Rat befolgen, werde hier durch den Wald schleichen und dann zack zur Ork-Ramme flitzen, wie er es mir empfohlen hat. Ohne dabei natürlich weiteren Orks in die Hände zu rennen, soweit zumindest die Theorie. Sobald ich so ein bisschen mächtigere Magie habe, kann ich mir den Orks natürlich aufnehmen. Hätte ich jetzt eine andere Gilde, dann hätte ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt natürlich schon einen viel höheren Stärkewert und wahrscheinlich auch einen höheren Kampfwert. Anstatt mein... Ja, wobei, da hätte ich wahrscheinlich auch in Geschicklichkeit investiert. Ich bin mir da nicht so sicher. Darum wollte ich gerade sagen, hätte ich mehr in Stärke und so, dann würde ich jetzt natürlich im Nahkampf auch schon viel mehr abgehen. Zum Beispiel gegen Orks. Aber da ich ja sowieso Magier bin, scheiße ich auf Stärke. Ich habe mentale Stärke. Oh, fuck, Mann. Es sei denn, sie ist leer. Da muss ich natürlich erstmal Mana-Trank süffeln. Was ich jetzt auch tun werde. Zack, wieder voll. Wieso habe ich eigentlich weniger Mana als neulich noch? Ah, weil ich den Zauberstab, genau. Jetzt ziehe ich den mal wieder an. Dann kann ich nämlich noch mehr abgehen jetzt. Ich versuche es nämlich wieder erstmal mit Feuerpfeil gegen. Ja gut, wenn ich dann doch die Nahkampfwaffe zücken muss, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, dann wird das eine relativ... Ah, leck mich, blamable Angelegenheit. Ich hasse es, wenn die Viecher so nah an dir rumfliegen, dass du sie gar nicht triffst, weil sie direkt in deinem Gesicht kleben. Aber auch das wird dieses widerliche Viech nicht davon abhalten, abzukratzen. Das sage ich euch. Kennt ihr so alte Knacker, so Seebären oder so in so Filmen, die so Geschichten erzählen, alle lachen sie aus und die so, ihr werdet noch bereuen, dass ihr mich verspottet. Das sei euch! Ja. Eins sei gesagt! Ihr wisst nicht, worüber ihr hier lacht! So ein Typ, der als einziger das fette Seeungeheuer, das in Wahrheit alle bedroht gesehen hat, aber keiner glaubt ihm. So, zack. Bam. Ja, Alter. Ja, guck, jetzt ist hier. Ja, immerhin treffe ich den Bastard jetzt mal.
Mann, ey, gut. Sehr gut. Da sind Fetzer geflogen. Ha. Sehr schön. Oh, schreit doch nach einem weiteren Mana. Ja, Mana-Tränke werde ich denn bei meinem Ausflug nach Korinis demnächst auch nochmal ein paar abzwacken. Aber schauen wir erstmal, was wir hier an Händlern im Minental selbst noch finden und ob wir hier in der Lage sein werden, den einen oder anderen Mana-Trank in unsere Taschen wandern zu lassen. So, zack und zack. Oh, zum Thema Taschen wandern lassen. Ich glaube, es gibt eine Sache, die ich noch in diesem Kapitel erledigen muss, um sie erledigen zu können. Ja, oh, gut, dass ich da jetzt dran. Gut, dass ich diesen Joke jetzt gemacht habe, Mann. Sonst hätte ich es wieder verpasst. Ey. Ich hätte mich in den Arsch gebissen. Sehr gut. Also, das merke ich mir auch noch für meinen nächsten Ausflug nach Korinis. Ein paar Leute wissen schon, was gemeint ist. Dürfen es gerne in die Kommentare schreiben. Aber bitte mit Zeitverlinkung, sonst steht da einfach nur ein Wort und ich check nicht, was gemeint ist. Das gilt für alles. Wenn ihr auf irgendwas Bezug nehmt, im Video schreibt, mit Zeitverlinkung. Oh, dieses Gras, ey. Es sieht so echt aus. Wie viel das einfach an Atmosphäre und Glaubhaftigkeit hinzufügt. Sieht echt aus wie so eine verdorrte Wiese, durch die ich hier streif. Okay, ein Ork blockiert den Weg zur Ork-Rampe. Ne, zwei sogar. An denen muss ich jetzt erstmal vorbei. Ich glaube, mit Feuerpfeil kann ich nicht viel ausrichten gegen die Jungs, aber wenn ich auf der Rampe stehe, werde ich es mal ausprobieren. Aber hier noch nicht, das wäre ein Himmelfahrtskommando. Kann ich mir erlauben, die zwei Pilze zu pflücken, ohne direkt niedergeknüppelt zu werden? Klar kann ich. So, und jetzt schnell durch. Ja, boah, schwing, 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 Alter. Jetzt geht's ab. Wenn mich auch noch jeder aus der Horde ein einziges Mal trifft, dann bin ich sowas von abgeliefert. So, jetzt schnell. Uah! Okay, Schwein gehabt. Hier trauen sie sich nicht mehr hin, ne? Guck, hier stehen sie blöd rum, bedrohen mich. Aber die Eier, um mir hinterher zu joggen, haben sie nicht. Warum? Weil sie Schiss vor dem Paladin haben. Was ihre Anführer, die Drachen, sich getraut haben. Ich werde nicht die Elite abballern. Oh. Okay, das ist lachhaft, was ich da an Schaden raushaue. Da warte ich lieber ab, bis ich irgendeine mächtigere Rolle habe. Eislanze zum Beispiel. Okay. Mal rüberspickeln, wie es aussieht, haben noch ein paar Jungs den Drachenangriff überlebt. Das ist gut zu wissen. Aber die Burg selber ist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Uda. Du hattest verdammtes Glück, als du reingekommen bist. Um ein Haar hätte ich dich erschossen. Dann sollte ich wohl froh sein, dass du so gute Augen hast. Spar dir deine Sprüche. Rede mit Zengrad, wenn du was willst. Das ist doch kein Spruch, Alter. Das ist doch einfach so. Oh, da hinten die Waage. Alles in diesem Tal lechzt danach, mich zu fressen. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Bote hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von zwei Rittern bewacht wird. Okay, Mama fix. Tja, Jäger, da zeigt sich's mal wieder. Es lohnt sich eben doch weiterzugehen. Denn ich bin mehr als ein Überbringer einer Botschaft. Ich bin für die Menschen hier Hoffnungsträger. Und ein Hoffnungsträger hat natürlich auch ein entsprechendes Honorar verdient. Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Ja, sag mal, ja. Zeig mir das. Ah, Mana-Tränke. Vielen Dank. Der hat auch Eisblock. Ist auch gut zu wissen. Gürtel des Feuerläufers. Nee, Alter. Wozu? Gürtel. Übrigens, ich weiß, dass dieses Amulett, das ich noch nicht bei Zurus gekauft habe, liegt auch bei einem Baum oder Xardas Turm. Ich war beim Kaufen nur nicht sicher, ob es das ist. Ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist das. Haben wahrscheinlich auch ein paar in die Kommentare geschrieben. Ja, ich sag ja selbst, ich finde es cooler, Sachen zu finden, anstatt sie zu kaufen. Das stimmt auch. Ja, in dem Fall, weil ich mir nicht sicher war, habe ich es halt doch gekauft. Aber schauen wir mal, wie ich das mache.
Vielleicht, also ich werde es trotzdem aufheben. Und dann werde ich extra mit Fleiß das alte verkaufen und dann das neue aufheben und das anlegen. Ja? Also muss ich umgekehrt machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, 57 Gold ist natürlich spärlich. Wie kannst du es wagen, von einem Diener inneres Geld zu verdienen? Verlangen. Hey, scheiße. Ich habe, glaube ich, gerade die Feuerpfeile. Nee, okay, ich habe Bolzen verkauft. Habe ich die Feuerpfeile noch? Ja, da 20 an der Zahl. Irgendwas habe ich gerade noch mitverkauft, was ich nicht wollte. Wahrscheinlich die Bolzen, ne? Scheiß drauf. Male ich nur einmal im Jahr. Eisblock lasse ich mir raus. Muss ich dann aber auch verwenden, ne? Nicht, dass die dann unbenutzt rumgammeln. So, gut. Mana-Tränke habe ich auch noch eingeheimst. Wer kann mir hier was beibringen? Sprich mal mit Milton. Er ist der einzige Magier hier. Ja, Milton, mein alter Freund. Die Zeit des Wiedersehens ist nun angebrochen. Schön, dass der auch ist. Und schön, es auf diesem Wege zu erfahren. Ritter, Ritter. Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. Dann wird's mal Zeit, den richtigen Schlüssel zu klauen. Vielleicht du bist über den Pass gekommen? Respekt. Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Ja, ich brauche eher einen guten Mana-Trank. Es wäre gewagt. Das ist doch ein Witz. Vielen Dank. Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Ich liebe diese Beschreibung mit Fackeln und Trommeln. Zeig mir deine. Kann man sich so richtig vorstellen. Schwere Armbrust. Die werde ich wohl in diesem Spieldurchlauf gar nicht mal unbedingt tragen können, ne? Also es geht halt wie es wie in eine neue Stadt kommen. 1000 Leute, mit denen man reden kann. Ach, Kerelot. Na, wie läuft der Hase? Du trainierst die Leute? Ja. Bei uns ist jedermann gefragt, wenn die Orks oder schlimmer noch die Drachen wieder angreifen. Ja, in dem Fall hast du nichts dagegen, wenn ich mich bediene. Kannst du mich auch trainieren? Sicher? Ich trainiere jeden guten Mann. Sicher. Aber neben deinem Talent brauchst du auch eine gute Waffe, wenn du hier überleben willst. Wende dich an Ritter Tandor. Er wird dich versorgen. Ich habe einen Zauberstab. Ist das nicht gut genug? Was ist mit Fernkampf? Was soll damit sein? Kannst du mir das auch beibringen? Warte mal. Nein, aber du kannst ja mal Uda fragen. Er ist ein guter... Nein, er ist der beste Armbrustschütze, den ich kenne. Wirklich nicht mein Problem. So, da hat einmal der Paketbote geklingelt. Ich hoffe, euch ist nur eine Sekunde vergangen, weil ich das rausgeschnitten habe im Nachhinein. Aber wenn doch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann schneide ich das noch raus. So, sollen wir mal aufmachen? Klatsch. Okay. Ja, das ist das, was ich bestellt hatte. Zack. Und zack. Gut. Ja, gut. Wie auch immer, weiter im Spiel. Jetzt habe ich leider nicht alles über Fernkampf mitbekommen, aber ich musste halt einfach aufmachen, sonst wäre er wieder abgehauen. Na du, Knecht. Hey du, wie steht's? Wie steht's? Melde dich zur Armee und du kannst ein gutes Leben führen. Und was ist? Es ist unter Androhung der Todesstrafe verboten worden, sich in der Nähe der Nahrungsvorräte aufzuhalten. Daron hat scheinbar Angst, dass wir die Vorräte plündern und uns aus dem Staub machen. Wenn uns die verdammten Drachen nicht kalt machen, verhungern wir hier. Vor allem in Androhung der Todesstrafe. Man kann es so übertreiben. Garant. Ja, gut. Schwing, schwing, Alter. Dann wollen wir erstmal gucken, was mit den Jungs hier los ist. Doba. Was willst du? Allerhand. Ist schwierig, sein Erzbrocken zu stehlen, oder nicht? Ich verstehe mich aufs Schmieden. So, und? Ja, bring uns bei. Kannst du mir was beibringen?
Ah, die Grundsätze beherrschst du also schon. Ich kann dir zeigen, wie du deine Arbeit verfeinerst. Dann wirst du in der Lage sein, bessere Waffen herzustellen. Drum war es wichtig, das in Kapitel 1 zu lernen, weil sonst hätte man jetzt nicht mehr damit weitermachen können. Falls ich das jemals gedenke zu tun, Kann ich deine Schmiede benutzen? Ich habe eine Menge zu tun, wir würden uns nur im Weg stehen. Warte doch einfach, bis es dunkel wird. Dann hauen Parlav und ich uns hin und du kannst ungestört arbeiten. Ha, und die ganze Burg wach halten, weil ich rumhämmer. Kannst du mir eine Waffe schmieden? Dafür habe ich keine Zeit. Tandor gibt die Waffen aus. Ich stelle sie nur her und Parlav schleift sie. Na gut, jetzt mal. Hier ist die Standardfrage, die jeder hart arbeitende Typ hören will, mit dem man jedem gerne auf den Sack gehen darf. Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Ja, ich liebe die Dialoge hier. Hey, Parlav, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Ork ist verdammt zäh. Und die werden wir brauchen. Wie geil ist das denn, Alter? Ist genauso geil wie mit Trommeln und Fackeln kamen sie den Berg hinauf. Huchuchu. Na, Parlav. Oh, aua. Hey, wie geht's? Was glaubst du, wie es mir geht? Ich stehe den ganzen Tag am Schleifstein und bearbeite Klingen. Und gestern hat Engor wieder unsere Rationen gekürzt. Wenn das so weitergeht, verhungern wir noch alle. Oder wir werden von den Orks umgebracht. Keine angenehmen Aussichten. Hey. Wer ist Engor? Engor verwaltet die Vorräte und teilt die Rationen ein. Und das wird wöchentlich weniger. Er lässt zwar mit sich handeln, aber nur gegen bare Münze. Und das kannst du dir nicht leisten. Für den geringen Sold, den wir kassieren, kriege ich höchstens ein paar Rüben. Ja, du, dumm gelaufen, ne? Was gibt's Neues? Dieser verdammte Engor soll mehr Rationen verteilen. Cool, krasse Neuigkeit. Wo finde ich diesen Engor? Im Haus der Ritter. Geh einfach durch den offenen Eingang neben der Schmiede. Ey, der Typ ist auf jeden Fall nicht so hart zufrieden. Ja klar, ich hab viel zu tun, aber stattdessen einfach nur rumspacken hier. Ja. Und hier ist natürlich die alte Kirche der Feuermagier. Und wenn mein alter Freund Milton sich irgendwo aufhält, dann doch wohl dort. Ja, halt, den spare ich mir noch auf. So, das, da hinten ist er schon am Braun, ey. Der wird nicht schlecht staunen, wenn er sieht, dass ich jetzt einer seiner Artgenossen im Kloster bin. Stattdessen stromen wir mal hier oben ein bisschen rum. Was haben denn die Magier hier so wertvolles? Links, rechts. Aha. Sehr schön. So, und ebenfalls abzusagen gibt's hier diese Rune. Teleportrune. Die nehme ich natürlich auch gerne an, sodass ich nicht immer zurück zur Burg latschen muss. Archimedisch. So, und hier ist es. Wieso nochmal? Der oberste Magier. Choristor. Hier ist sein Tagebuch. Von dem Zeitpunkt kurz bevor Gomez und die Erzbaronin ihn damals in Gothic 1 abgestochen haben. Es ist zu spät geworden. Mit dem Zusammenbruch der alten Mine ist auch die Stimmung der Erzbarone zusammengebrochen. Gomez ist wie ein Pulverfass, das kurz vor dem Explodieren steht. Er glaubt, dass dieser neue Kerl schuld am Zusammenbruch der Mine ist, also ich. Dieser Mann ist in der Tat ungewöhnlich, aber er sollte sich hier nicht mehr blicken lassen. Habe ich ja doch gemacht und alle abgeschlachtet. Gomez ist der zorniger denn je zuvor und ich glaube zu wissen, was er vorhat. Wir müssen unbedingt die Wassermagier unterrichten, bevor es zu spät ist. Sie haben bereits einen Boten in Sand. Vielleicht gelingt es uns, eine Katastrophe zu verhindern. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn er die freie Mine... Und dann, zack, ist es passiert. Feige, niedergestreckt, hinterrücks. Von wegen ehrenhafte Kämpfer. Nee. Auch die Erzbarone. Gerade die Erzbarone griffen zu fiesen Mitteln. So, wisst ihr, was ich jetzt mal ausprobieren will? Ich will ausprobieren, ob der Teleportstein noch funktioniert. Nicht, dass ich hier Billigware aufgehoben habe. Gut. Glück gehabt, aber ich hätte ja auch gern die Fresse poliert, sage ich zum Teleportstern. So, wie gesagt, Milton knüpfe ich mir am nächsten Mal vor. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Oh, Alter, da ballern schon die Strahlen durch. Stattdessen rede ich jetzt mal noch
mit dem Typen, der all die Waren verwaltet, von dem haben wir schon so manches gehört. Mahlzeit Engor. Hey. So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Ja. Schön, ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Aha. Ich hab gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Entspann dich. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Hm. Ja, warum nicht? Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Machen wir fix. Keulen will er. Und ich bin Keulenliebhaber. Ich kenne mich da aus. Ich kann euch Top-Ware liefern. Kein Problem. Ich besorg euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten. Ja, wie es der Zufall will, habe ich hier ein bisschen was dabei. Ich habe hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Ey, das ist so ein Nörgler, der Typ. So, das hat ein lecker Mana-Tränke. Ja, und allerhand auch Dämon beschwören und so, also relativ wertvolle Spruchrollen. Aber, oh, warte mal, was stand da? Es wäre gewagt. Oh, gewagt? Für eine Karte vom Minental, da sage ich möglicherweise gar nicht mal unbedingt nein. Landkarte Minental erhalten. Exzellent. Die ist sehr gut zu haben. Oh, gleich mal einen Blick drauf werfen. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Ja, aber bis dahin werden noch viele Schlachten gewonnen werden müssen, Alter. Ja, und wo ist jetzt die Karte? Ach, da unten sind die Karten. Aha, ja. Boah, Alter, wie die Schneeregion einfach viel zu grell ballert. Ja gut, das heißt, beim nächsten Mal wird mein Magier-Kollege und alter Freund aus Gothic 1, Milton, erstmal vorgeknöpft. Und dann will ich dir mal ein bisschen ausfragen, was zur Hölle hier so abgeht. Bis dann wünsche ich mir noch ein wunderschönes Leben und ganz viel Gesundheit, Glück, Lebensfreude, Stärke, Heilung. Macht's gut. Ciao.